Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter. Wir sind in Folge 174 von Avorion. Wir stehen vor dem Satelliten und werden jetzt gleich mal schauen, dass wir den zerstören. Und dann wollen wir gucken, was passiert. Das Ganze machen wir noch im Intro. Bis gleich. So, dann sind wir soweit. Ich mach mal einen Schuss und mal gucken, ob wir treffen. Wir schießen gerade einen Asteroiden, sehe ich gerade, oder? Das ist die Station. Die haben wir noch nicht einmal getroffen. Ne, da muss ein Asteroid vor sein. Dann müssen wir mal näher, ne? Obwohl, jetzt hat es wohl einen Treffer gegeben. Ja, und jetzt gibt es nochmal einen Treffer. Knapp daneben. Und zerstört. Beziehung ist schlechter geworden, aber hier ist nichts passiert. Ja, kein Erfolg hier. Nee, das war falsch. Ich wollte in N rein, aber in N sehen wir mobiler Ressourcenhändler. Vielleicht könnten wir mit dem kurz interagieren, aber ich will schätzen, mal weiß nicht, ob der uns was sagt. 148 minus 100. 148 minus 158. 148 minus 158. Das heißt, da unten. Koordinaten eingeben. Und wir müssen da einspringen. Dann mal flott dahin. Laden wir auf und springen wir rüber. Schauen wir mal. Also, wir müssen noch einen Sprung machen. Und fliegen wir da hin. Und jump. Und dann schauen wir mal, was da los ist. Ja, ich glaube, da sind wir zu weit weg. Ist das der Astro-Satellit? Ich denke mal ja, ne? Aber gerade nicht ausgewählt. Oh, 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 oh. Schneeschieber haben wir da, oder was? Da ist er. Weiß nicht, was wir da gerade treffen, aber nicht den Satelliten. Ist hier auch noch was im Weg. Krieg ich es jetzt geschissen? Und? Wieder noch unser doof Satellit da im Weg. Asteroid, nicht Satellit. Das kann ja wohl nicht sein, ne? Jetzt ist ein Wrack. Eine verschlüsselte Nachricht wurde vom Satelliten gesendet. Aber die kann ich nirgendwo sehen, oder?
Ja, das mobile Labor soll ich finden, aber ich weiß nicht, wo ich es herholen soll. Ich dachte, ich könnte es aufrufen, aber ist wohl nicht so. Kann ich gerade hier was reparieren? Nee, da nicht, da war's. Sieht so aus, dass es geklappt hat. Ja, das ist schlecht, wenn wir da jetzt nicht... Dieses mobile Labor ist... Das ist nur ein Notruf. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den finden, ne? Ne, ich blick mal dahin. Gestaltet sich jetzt nicht gerade so einfach. Sprungroute ist berechnet. Wir müssen nur passend drehen. Und dann sollte der Hyperraumantrieb aktiv werden. Hoffen wir, dass wir in dem nächsten Sektor dann jemanden finden, der uns die nächste Frage beantwortet, ne? Aber ich schätze mal, wenn ich jetzt noch einen kaputt mache, dann kommt's, oder? Wir werden sehen. Aber erst müssen wir noch einen Satelliten wieder finden. Ladebildschirm dauert sehr lange. Ah, da hat es geklappt. Und hier sind wir ganz alleine. Haben wir diesen C-Detektor mal gar nicht eingebaut, ne? Könnten wir aber einbauen. Nach Typ, oder? C70-Detektor. Er zeigt uns da oben jetzt was an. Und das ist da hinten. Was ist es denn? Nee, ist es das überhaupt? Nee. Nee, das war falsch. Hier wollte ich hin. Da links blinkt irgendwo was. Okay, dann müssen wir wohl drehen. Aber ich weiß jetzt nicht, da oben war das Signal, oder? Da ist es noch irgendwo. Da ist es, okay. Spezielle Asteroid, ne? Na, ich schätze mal, hinter dem Asteroid ist ein Versteck, oder? Schauen wir mal. Ist es davor? Ja, da ist es. F können wir schon interagieren. Okay, da gibt es neue Koordinaten wieder. Tja. Da kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Credits irgendwo gekriegt. Oder bezahlt? Ne, bezahlt. Ja. Müssen wir weiter gucken. Da wäre was Grünes. Springen wir da mal hin. Da müssen wir uns nach da ausrichten. Sprungroute ist schon berechnet. Sehr gut. Und weg sind wir. So, nächstes Ziel. Neues Glück.
Wo wir erstmal irgendwelche Leute, die wir da fragen können, ne? Nur bis dato war das nicht so ein Erfolg. Ah, hier gibt es auf jeden Fall welche. Fragen wir mal den Schmuggler, vielleicht weiß der ja was. Grüße. Ungefähr 500.000, das ist wieder so eine Botan-Geschichte, ne? Sollten wir die gerade mitnehmen? Vielleicht macht es Sinn, oder? Sollte kinderleicht sein. Schließen. Einfache Lieferung. Jetzt müssen wir nur gerade gucken, haben wir das Teil denn noch drinne? Ich glaube nicht, ne? Das hier war, ne? Hyperraumüberlader. Das bedeutet, wir tauschen den Hyperraumüberlader dahin und alles ist gut, dann passt das. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hin müssen. Nochmal hier und ne, P war es nicht, I. Einfache Lieferung, Restzeit 49 Minuten. Wo muss ich denn hin? Auf Karte zeigen, wunderbar. Okay. Und wir sind da, oder wie ist das? Naja, dann wollen wir mal ganz schnell dahin springen, oder? Moment. Koordinaten eintragen. Wo ist es? Da oben müssen wir hin. Dann springen wir da mal schnell hin. Also mal gucken, dass wir das schnell noch schaffen, ne? Bis die Zeit um ist. Aber naja, eine Stunde wird sich ausgehen, denke ich mal. Ich glaube, die Richtung ist schon passend, oder? Ja, ein bisschen abkühlen muss er jetzt wieder, ne? Ja, da brauchen wir auch noch so ein Teil, was der Thomas gesagt hatte. Wie weit ist denn noch? Ach, nur noch zwei Sprünge vielleicht, dann sind wir da. Energietechnisch klappt das auf jeden Fall. Es ist halt nur die Abkühlzeit, ne? So lang ist er tatsächlich auch nicht mehr. Diese 4 Minuten, die wir da weniger haben, ist ja schon eine Ecke, ne? Aha, das heißt, jetzt müssen wir auch noch einen Umweg nehmen. Das war's, ne? Ja. Okay. Nächster Sprung. Ja, da komme ich jetzt nicht so rüber, ne? Ist hier irgendwo ein grüner Blips? Nicht wirklich. Da oben wäre einer. Ich springe mal das Stück gerade zurück. Ist das jetzt für ein Symbol? Du hast verdächtige Güter in deiner Frachtraum, könntest Ärger bekommen. Okay. Sprung dahin. Ich hoffe, dass wir da ein paar Tore haben, die über den Schlitz darüber gehen. Das wäre wichtig, ne? Leider hier nichts. Gib mal die Koordinate da ein und dann geht's weiter nach da.
Ja, Mannschaftstransporte. Und das kann jetzt hier nicht so sein, oder? Springen wir gerade einen Sektor weiter und hoffen, dass da ein Übergang mit Tor ist. Ja, da ist er. Das heißt, wir brauchen jetzt Nord-Nordost, nee, West-Nordwest. Das müsste unser Tor sein. Naja, ach, wir kommen ja gar nicht durch die Tore durch, weil wir zu groß sind. Das ist ganz schlecht. Wollen wir also gar nicht anfliegen. Shit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.